Ich glaube, der Webfehler ist gemacht worden bei der Einführung des Euro. Wenn Sie sich erinnern, bevor der Euro kam, ist doch regelmäßig der Franc, die Peseten, die Lira gegenüber der D-Mark abgewertet worden. Ja, die Lira, da konntest du ja früher jeden Monat noch eine Null hinten dran. Richtig, ja. Und warum ausgerechnet mit Einführung des Euro dann das beendet sein soll, das habe ich damals nicht verstanden, aber habe gedacht, naja, die müssen es besser wissen. Aber sie haben es nicht besser gewusst.